Fire Bones. Monsterkämpfe ausschalten. Die dunkle Hexe ist nur hier, um schon auszusehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas machen kann, was unsere drei mystischen Elfen schlägt, aber bitte. Er hat irgendwas in der Power increased. Wird bestimmt mega gefährlich sein. Perfekt. So, es tut mir leid für unsere Dark Witch. Aber die muss leider gehen. Und dafür holen wir uns eine weitere mystische Elfe. Dann Darkness approachen wir. Schauen wir, was wir da liegen haben. Das ist super schlecht. Das ist so ziemlich das Mieseste, was er hätte liegen können für die Elfe. Jetzt haben wir nämlich eine schwache Elfe da vorne liegen und eine Elfe, die wir nicht aufdecken können. Das ist richtig, richtig kacke jetzt gerade. Seriously? Hat er das gerade wirklich getan? Zum Glück hat er da noch volle Lebenspunkte. Ich meine, das ist gut für uns, weil jetzt ist die aufgedeckt. Aber ich staune immer wieder über die KI. Ich weiß nicht, was da liegt, aber ich will es nicht angreifen. Sonst ist der Elf vorbei. So, jetzt haben wir mystische Elfen im Bereich von 7200 Angriffspunkten. Ich würde sagen, das läuft für die mystischen Elfen. Dann schauen wir doch mal. Ein Air-Eater. Wie niedlich. Ich muss mir bei Duelist of the Roses noch ein Elfendeck erfahren. Ja. Oder zumindest ein Lichtdeck. Scheint stärker zu sein, als man geglaubt hat. Mir war vorher auch nicht bewusst, wie mega gut die Combo von mystischen Elfen ist. Vor allen Dingen das Schöne ist, die powert echt all of your own light monsters. Ganz viele Karten in Duelist of the Roses haben den Nachteil, dass sie alle Monster auf dem Feld von einem Typen stärken. Aber die stärken echt nur unsere eigenen. Das heißt, diese Armee hier ist die absolut personalisierte Vernichtung. So, dann jetzt noch irgendeine Fusion da hinten hin. Was soll er machen?
Deckmaster hätte sie ja dann ihren normalen Effekt nicht, aber dennoch, ja. Dann haben wir noch einen Necrolancer the Time Lord. Und immer schön im Spellbind bleiben. Da haben wir einen Phantom Devan, der uns spellbindet. War klar, sonst hätte er die nicht im Angriff fliegen lassen, hoffe ich. Auf der anderen Seite ist es die Karim, man weiß nie. Wir treffen uns mal einen Gabun hier neben uns. Die anderen Elfen können wir nämlich bewegen. Interessant zu sehen, was ihr als Deckmaster für Fähigkeiten bekommt. Könnte man wahrscheinlich einfach nachgucken. Ich befürchte, dass die Elfe per se kein guter Deckmaster ist, weil sie 4 Sterne hat. 4 Sterne Deckmaster machen generell eigentlich keinen Sinn. Wenn, sollte man Monster mit mindestens 5 Sternen nehmen, damit man die Effekte alle ausschöpfen kann. Und wenn es kein 5 Sterne oder stärkeres Monster sein soll, dann ein 1 oder 2 Sterne Monster, weil viele Typen auf Super Low Level noch einen extra Deckmaster Effekt kriegen. 4 Sterne ist tatsächlich so der schlechteste Radius für ein Deckmaster Monster. Der einzige Grund, warum ich die als Deckmaster haben will, ist, weil wir den Deckmaster immer im Friedhofsroulette haben. Also nehmen wir halt die Dark Witch als Deckmaster. Wir haben keine Dark Witch. Wir fusionieren nur Dark Witches. Bis jetzt. Könnte sich natürlich noch irgendwann ändern, aber momentan ist es noch nicht so. Oh, eine schöne Doppelfusion. Ja, schon mal große Pläne mit der Karte, mit der er uns da verfolgt. Spellbind. Vincent muss sich wohl mal in Bewegung setzen. Die Elfen kümmert sich dann mal da drum. Gabun geht ja einfach mal in den Weg, wird aber wahrscheinlich viel machen können und wir schauen uns mal an. Das ist eine Dark Witch. Wenn wir es schaffen, die Dark Witch aus dem Friedhofsroulette zu kriegen, dann haben wir eine Dark Witch. Die wäre tatsächlich gut für unser Deck. Das wäre so die Hauptkarten, die wir momentan haben wollen würden. Dark Witch und mystische Elfen. Wenn wir die mystische Elfe erstmal als Deckmaster einsetzen können, das wäre schon mal ein Riesenvorteil. Dann müssen wir unseren Gegner nämlich einfach nur platt machen und hätten eine Chance, den Friedhofsroulette zu kriegen. Schauen wir mal. Weiß ja nachher als Deckmaster mit doppelter Bewegung. Dann erstmal mit weißen Drachen kriegen, ja. Rüber, da vorne steht noch eine andere Karte. Das ist noch eine Dark Witch, das ist gut. Riggem, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen im Stream. Wir grinden gerade einen neuen Deckmaster aus. Ja, wunderschön, die Karte wird jetzt scheinbar verdeckt da liegen. Kein Bock mehr drauf gehabt. Dann lag hier in der Ecke scheinbar nur eine Zauberfallenkarte, also nicht so spannend. Okay. Und die müsste ich einfach mal mit hier rüber. Und du gehst wieder zum Deckmaster. Da hätten wir noch eine mechanische Schnecke. Und wann spielt er denn schon Duelist of Roses? Seit Start des Streams. Das war der falsche neue Nutzer. Ich kann es hier Kommando Stream machen. Seit so lange. Phantom Devan und bis jetzt hast du aber noch nicht übermäßig viel verpasst. Wir haben nur die ersten 3 Gegner bis jetzt besiegt und grinden uns jetzt ein Lichtdeck aus, damit wir fürs restliche Spiel gerüstet sind. Denn selbst wenn wir Marco besiegt haben, werden danach die nächsten und nächsten Gegner kommen, mit denen wir wieder Probleme haben. Also es ist gut, wenn wir ein ordentliches Deck dafür schon mal vorbereitet haben.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das ist der Hoshi Ninja. Lustigerweise habe ich erst letztens seine alte Playlist durchgeguckt. Muss aber sagen, dass mir die ruhige Atmosphäre viel besser gefällt. Mir gefallen meine eigenen alten Yu-Gi-Oh!-Videos nicht. Ich hab's zugegebenermaßen extrem übertrieben mit dem Commentary. Das war sowieso nur ein Geist die ganze Zeit. Okay. Warum hat er so einen Turbo hier gemacht? Gut. Komm uns mal viel Sand rüber, die wollte ich sowieso schon die ganze Zeit platt machen. Die nervt mich so ein bisschen, insgeheim. Jawohl. Ja, da ist noch nicht so viel zu tun gerade. Was haben wir da noch liegen? Das ist ein Ushioni. Bumm. Ich wünsche, die wären nicht alle Typ Dunkelheit. Der Elf von der anderen Seite. Das Skaboom macht wieder nichts Sinnvolles. Den Sam, komm mal hier hoch. Passt schon. Gute Nacht, Sam. Schlaf gut. Joa. Das da gefällt mir nicht. Der ist so im Suicide-Modus gerade, das finde ich nicht gut. Das kann ich nicht gut heißen. Jetzt fusionieren wir uns aber endlich mal einen ordentlichen Skalgen hier. Ja, Fusion zum Drachenzombie und Fusion. Zum Skalga. Was wenn da liegt, ist ein Eheater. Mit Stärke. Und Spellbein, dann sind wir auch noch. Kapfangabrunde. Offensichtlich mochte er seinen Eheater nicht sonderlich. Shadow Spectre. Platt hier. Upp. Und als gedacht, Spellbound. Schnarch. Ich glaube, das macht hier sowieso nichts Sinnvolles. Komische Position, in die er da gerade geht. Können mystische Elfen nur normalen Karten spielen, nicht halb so nützlich sein. Das wäre schön. So, schauen wir mal, ob wir ihn jetzt einkesseln können. Mystische Elfe kommen wir näher ran. Skagen. Sehr gut, das war eine Zauberfallenkarte. Der Glieder ein bisschen näher ran. Das sieht doch gut aus. Vielleicht haben wir da vorne eingeschlossen. Nein, nicht Fiendshand! Oh. Das reduziert die Effektivität unseres Grinds, weil er eine mystische Elfe gekillt hat. Merken für die Zukunft. Paralyzing Potion und Fiendshand aus dem Decktum, wenn wir für die Elfen grinden wollen. Liedgeboom kommt einmal rüber, dann können wir einfach irgendein neues Monster hier hinstellen, das den Weg blockt.
Ach, wie blöd. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Drehsimulator. Den werden wir jetzt nämlich 70 Runden spielen. Und dann sollten wir einen neuen Deckmaster haben. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich durfte vor 2 Monaten aufmachen. Tja. Immerhin haben wir sehr viele Monster mit unserem mystischen Elfenfeuer gekillt, also... Wir sollten relativ viele Punkte mit denen gesammelt haben. Der Deckmaster-Status sollte jetzt auf jeden Fall sicher sein. Können wir die gleich zum Deckmaster machen und dann tun wir die Paralyzing Potion und die Hand aus unserem Deck, damit wir beim nächsten Mal noch ein bisschen unser eigenes Deck killen können, ohne dass wir irgendwelche direkten Threats haben, die unser Gegner spielen kann. In der Tat. Wir spinnen das ganze Game right round. Like a record, baby. Ja, gute Gelegenheit, um mal eben was zu trinken, würde ich sagen. Tja, mit dem Start von Duelist of Roses sind wir auf jeden Fall dem Follower-Ziel von heute ein bisschen näher gekommen. Ob wir es schaffen, innerhalb des Septembers auf die 500 Follower zu kommen, finde ich sehr fragwürdig. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das funktioniert. Aber schauen wir mal. Vielleicht entwickelt sich da ja noch irgendwas. Wahrscheinlich nicht gerade durchs 70 Runden im Kreis spammen. Das ist wahrscheinlich nicht gerade die effektivste Möglichkeit, um Follower für den Kanal zu sammeln. Aber hey, wir brauchen ein ordentliches Deck. Sonst geht's hier nicht weiter. Ich überlege, welches World Championship wir danach spielen. Wir danach erst auf jeden Fall, bevor wir das nächste Spin-Off-Spiel, erstmal wieder ein normales Kartenspiel reinhauen. Und jetzt sind wir sowieso noch am Anfang von Duelist of Roses, aber wenn das Deck erstmal steht, dann geht's ja alles deutlich schneller. Erst mit 2011. Können wir mal gucken. Scheinbar wollen mehrere Leute 2011. Was ist denn mit euch los? Das ist eine gute Frage, neuer Nutzer. Lass die mal erklären, warum die 2011 überhaupt haben wollen. Ich bin für Pokémon Platin. Da kannst du Kevin nachfragen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt momentan irgendwas plant aufzunehmen, aber... Pokémon Platin, nein. Drehen und drehen und drehen. Mögen halt Karten abschießen statt Stein, Schere, Papier. Und deshalb findest du einige gute Karten. So, ich muss mal schauen, ob ich. Ja, doch 2011 müsste ich noch kennen. Das ist bestimmt eins von den 5D-Spielen, oder? Habe ich eigentlich gespielt. Mal drehen. Ja, das letzte 5Ds. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du mit Karten abschießen meinst. Deswegen zweifle ich gerade daran, ob ich das tatsächlich gespielt habe oder nicht. Oh,
20 mal. Wir nähern uns dem Ende. Wirst du sehen, ist nur am Anfang so, okay? Schmeiß ich Spirit Caller in den Ring. War Spirit Caller nicht quasi erst ganz kurz vor dem letzten Spiel, das wir gespielt haben, gewesen? War da nicht was? Ist das nicht aus GX-Zeit? Wir haben ja gerade quasi aus dem GX-Spiel gespielt. Vielleicht sparen wir Spirit Caller lieber für später auf. Tatsächlich scheine ich es ja nie gespielt zu haben. Oder ich hab's nie gespielt, da bin ich mir relativ sicher. Dann können wir das vielleicht in Angriff nehmen, wenn wir irgendwas anderes dazwischen eingeworfen haben. Oder WC 2005, ja genau. Dann spielt halt die GX-Story. Ja, ob das jetzt einen riesen Unterschied dann macht, weiß ich nicht. Sind halt die gleichen Garten. Ja, hast du geschafft. Nicht mehr weit. Sieben Runden noch. Sechs Runden noch. Fünf Runden noch. Vier Runden noch. Drei Runden noch. Das letzte Mal, dass wir die Runde beenden. So. Und das war's. Und jetzt schnappen wir uns unseren 7200 ATK mystischen Elfen und hauen ihm ins Gesicht. Das hat ja gar nicht lange gedauert. In 2009 hat man außer Krieger und Harpien kaum gute Möglichkeiten. Decks. Gibt auch kaum Synchromonster. In 2010 ist es besser, aber auch nicht so toll. Okay. Na, mal schauen. Wer hätte gedacht, mystische Elfe wurde promoted. Sehr schön. Neue Deckleader-Option. So, was haben wir? Wir haben tatsächlich eine mystische Elfe im Friedhof. Müssen wir alles dran setzen, würde ich sagen. Zu viele Karten. Das wird schwer. Was kommt davor? Der Drache. Yes! Sehr gut. Genau, was wir brauchen. Den können wir jetzt nicht so richtig gebrauchen. Und Blackland, sure, warum nicht? Ja, Dark Witch wäre noch gut gewesen. Aber mystische Elfe ist sehr, sehr gut. Dann bilden wir doch mal eben Deck. Wir haben so viel gegrindet, die mystische Elfe ist bereits ein Stufe 2 Deckmaster geworden. Wir haben sofort 2 Ränge gekriegt in einem Duell. Dann haben wir ein Blackland, ein Zombie. Tanzenelfe haben wir leider schon zu viele von. Haben wir noch irgendwas an schwachsinnigen Fiends? Shioni ist besser als dieses komische Fliegeviech. Ja, wir wollten auf jeden Fall Paralyzing Potion raushaben und wir wollten auch auf jeden Fall. Wo ist es? Die Fiends Hands erstmal raushaben. Dann tun wir die beiden noch so lange rein. Dann sollte das die ganze Geschichte hier nämlich schon deutlich, deutlich vereinfachen, wenn wir weiter gegen uns selbst grinden. So, aber für heute ist es schon sehr spät. Nicht nur haben wir jetzt knapp 3,5 Stunden dieses Spiel gespielt, wir haben da vorher auch eine ganze Weile World Championship gespielt, also mehr als genug für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal gucken wir, dass Boris sich ein ordentliches Lichtdeck zusammenstellt. Jetzt haben wir die perfekte Grundlage dafür auf jeden Fall geschaffen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis
Bis dahin, see ya.